Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Anwendung der Zinsrechnung. Wir wollen also die Grundgleichung der Finanzmathematik, die wir im vorigen Video kennengelernt haben, nun mal auf einige praktische Fragestellungen anwenden. Als erstes haben wir dafür dieses Beispiel die Berechnung des Endwerts bei einer Verzinsung. Wir stellen uns also vor, wir haben ein Kapital von 1000 Geldeinheiten, das 10 Jahre lang verzinst wird bei einem sehr ordentlichen Zinssatz von 7,5% oder R gleich 0,075. Die Frage ist, welchen Endwert erziele ich da eben nach diesen 10 Perioden? Was ist also dieses KC? Da erinnern wir uns an unsere Grundgleichung. Kt war nichts anderes als k0 mal 1 plus r hoch t. Das heißt, wir brauchen hier diesen Aufzinsungsfaktor, hatten wir auch geschrieben als q hoch t. Also das q ist gleich 1 plus r und das ist also hier 1,075 und k0 ist ja angegeben, ist 1000 und t ist gleich 10, brauchen wir also wirklich nur einzusetzen, haben dann also hier 1000 mal 1,075 hoch 10 und das müssen wir dann in unseren Taschenrechner tippen und ausrechnen. Ich klicke hier auf den Folien einmal weiter, habe das also hier genau auch so hingeschrieben und bekomme dann raus 2061 Geldeinheiten, 0,03 und so weiter. Hier gerundet auf zwei Nachkommastellen. Und wo ich noch extra darauf hinweisen möchte, ist, dass dieser Wert also sehr viel höher ist, als wenn man es vielleicht naiv überschlagsmäßig im Kopf rechnen würde. Also man könnte ja meinen, 1000 Geldeinheiten habe ich am Anfang, 7,5% davon sind 75 Geldeinheiten, bekomme also im ersten Jahr 75 Geldeinheiten an Zinsen, das bekomme ich 10 Jahre lang, dann werde ich 750 Geldeinheiten an Zinsen dazu bekommen. Das wären also 1750. Ich bekomme aber deutlich mehr, bekomme 2060. Das heißt, diese 300 zusätzlichen Geldeinheiten, die da entstehen, sind also diese Zinseszinsen. Dass ich also im zweiten Jahr auch wieder 7,5% auf diese 75 Geldeinheiten bekomme, die ich im ersten Jahr an Zinsen bekommen habe. Und im zweiten Jahr bekomme ich wieder Zinsen darauf, sowohl auf die Zinsen aus dem ersten als auch die aus dem zweiten Jahr und so weiter und so fort. Und das macht hier diesen größeren Anstieg als den einfachen Linearen, den man vielleicht naiv manchmal im Kopf rechnen würde. Und das ist etwas, was uns Menschen häufig schwierig fällt. Also lineares Wachstum, gleichbleibendes absolutes Wachstum ist für Menschen in der Regel viel einfacher vorstellbar, wie sich das entwickelt, während exponentielles, geometrisches Wachstum, wie wir es eben bei der Verzinsung haben, ist für uns weniger intuitiv. Deshalb ist es wichtig, dass wir dafür eine Rechenregel haben und die konsequent anwenden. Und das wollen wir hier im Folgenden auch noch machen. Wir wollen schauen, was wir jetzt mit dieser Grundgleichung noch alles anstellen können. Wir hatten jetzt hier bisher gesagt, wir haben das K0 gegeben, wir haben den Zinssatz gegeben, wir haben die Laufzeit gegeben und dann können wir den Endwert ausrechnen. Wir können jetzt aber auch diese Gleichung in alle anderen Richtungen auflösen. Wir können, wenn wir drei dieser vier Größen, die in der Gleichung miteinander verbunden werden, wenn wir drei davon kennen, können wir die vierte jeweils ausrechnen. Wir können also zum Beispiel sagen, wenn wir den Zinssatz und die Laufzeit und den Endwert kennen, also wir wissen zum Beispiel, welchen Endwert wollen wir nach 10 Jahren Verzinsung erreichen bei einem gegebenen Zinssatz, wie viel müssen wir dann heute auf das Konto einzahlen, damit wir diesen Endwert auch wirklich erreichen, sofern der Zinssatz über die Zeit konstant bleibt. Und um das zu machen, müssten wir dann also diese Gleichung auflösen und müssten mit dem Gesamtwachstumsfaktor von 1 plus r hoch t müssten wir durchmultiplizieren, müssten wir dividieren. Dann hätten wir da stehen kt mal, machen wir vielleicht die zunächst mal so, 1 plus r hoch t ist gleich k0.
Ja, habe ich also diesen Gesamtwachstumsfaktor auf die andere Seite gebracht, indem ich dividiert habe. Und weil 1 auch dasselbe ist wie 1 hoch t, also 1 hoch irgendwas bleibt immer 1, ist es hier auch möglich, dass ich sage, ich schreibe das hoch t nicht dahin und auch nicht dahin, sondern ich ziehe das hier ganz nach oben. Und diesen Faktor bezeichnet man dann auch als Abzinsungsfaktor, dieses 1 durch 1 plus r, weil er mir sozusagen angibt, wie kann ich rückrechnen von diesem Kt zum K0. Ja, wenn ich weiß, wo ich am Ende herauskommen möchte, dass ich nach 10 Jahren ein bestimmtes Kapital am Konto haben möchte, dann muss ich mit diesem Faktor von 1 durch meinen Aufzinsungsfaktor t mal durchmultiplizieren. Und dann komme ich bei dem K0 an. Halten wir das also hier einmal in einer sauberen Formel fest. Da habe ich also genau die gleiche Umformung gemacht, wie auf der vorigen Folie. Und jetzt vergeben wir außerdem für dieses 1 durch 1 plus r noch ein gesondertes Symbol. Das werden wir also hier auf den Folien D nennen, für den Diskontfaktor oder Abzinsungsfaktor. Und dann kann man sagen, der Anfangswert oder auch Barwert genannt in der Finanzmathematik ist der Endwert mal d hoch t. Hat also im Prinzip die gleiche Form wie die Grundgleichung, nur dass ich jetzt statt dem Wachstumsfaktor Q den Abzinsungsfaktor d verwende. Machen wir dafür auch einmal ein konkretes Beispiel. Wir möchten also nach 10 Perioden ein Kapital von 30.000 Geldeinheiten am Konto haben und der Zinssatz beträgt 5%. Was muss ich dann also am Anfang aufs Konto einzahlen, um diesen Endwert zu erzielen? Ja, was ist der Barwert dieses Kapitals? Was sind mir die 30.000 in 10 Jahren aus heutiger Sicht wert? Und da berechnen wir zunächst einmal diesen Diskontfaktor oder Abzinsungsfaktor. Wir rechnen also 1 durch 1,05. Und das ergibt ungefähr 0,95, aber nur ungefähr. Wir müssen hier etwas noch aufschlagen. Ja, weil wenn wir von 1 zu 1,05 aufgezinst haben, können wir nicht einfach wieder 5% abziehen. Da würden wir zu viel abziehen. Wir müssen ein klein bisschen weniger abziehen. Also die Differenz zu 1 sind dann hier 4,762 und so weiter Prozent, die ich dann wieder abziehen muss. Das ist also nicht ganz symmetrisch zwischen dem Aufzinsungs- und Abzinsungsfaktor. Und wenn wir das also hier einsetzen, erhalten wir den Barwert als den Endwert mal Abzinsungsfaktor hoch 10. Und wenn wir da einsetzen, bekommen wir heraus 18.417,4 Geldeinheiten. Das kann ich jetzt also auf verschiedene Arten und Weisen interpretieren aus finanzmathematischer Sicht. Also eine Sichtweise wäre, welchen Betrag muss ich heute auf ein Konto legen, um in 10 Jahren 30.000 Geldeinheiten am Konto zu haben, wenn der Zinssatz konstant bei 5% liegt. Das wäre eine Sichtweise. Eine andere Sichtweise wäre, zwischen welchen Beträgen bin ich indifferent? Wenn ich heute 18.417,4 Geldeinheiten bekomme oder wenn ich in 10 Jahren 30.000 Geldeinheiten bekomme. Aus finanzmathematischer Sicht ist mir das beides gleich viel wert. Also etwas weniger Geld heute bekommen oder mehr Geld in der Zukunft bekommen. Und um dazwischen hin und her zu rechnen, brauchen wir also genau diesen Diskontfaktor oder Abzinsungsfaktor. Eine andere Richtung, in der ich unsere Grundgleichung hier auflösen kann, ist nach dem Zinssatz natürlich. Das ist hier oben auf den Folien schon hingeschrieben. Ich mache es trotzdem nochmal zu Fuß, um zu sehen, wie wir da hinkommen. Also wir haben unsere Grundgleichung und möchten jetzt gerne das r freistellen. Und dann dividieren wir zunächst mal durch K0 durch. Und dann haben wir da stehen 1 plus r hoch t. Und dann müssen wir auf beiden Seiten hoch 1 durch t nehmen oder die t-te Wurzel ziehen, wie man das lieber hinschreiben möchte. Haben wir also kt
dividiert durch k0 hoch 1 durch t. Und wenn ich 1 plus r hoch t hoch 1 durch t nehme, fällt also genau der Exponent weg und es bleibt das 1 plus r übrig. Und dann muss ich also nochmal die 1 abziehen. Minus 1 und das ist dann mein Zinssatz R. Wenn ich also mich frage, welchen Zinssatz brauche ich, damit ich ein bestimmtes Wachstum von K0 auf KT in einer bestimmten Zeitspanne erreiche, dann kann ich das mit dieser Gleichung beantworten. Ja, und da haben wir auch genau so eine Musteraufgabe hier auf den Folien stehen. Welcher Zinssatz ist nötig, damit sich ein Kapital innerhalb von 10 Jahren verdoppelt? Und ja, da wissen wir, dass K10 soll also 2 mal K0 sein und außerdem gilt, dass das K0 mal 1 plus R hoch 10 ist. Ja, also K10 ist grundsätzlich nach unserer Grundgleichung K0 mal 1 plus R hoch 10. Und das soll jetzt hier also 2 mal K0 sein. Und dann kann ich also das K0 auf beiden Seiten wegkürzen und habe da stehen, 2 muss gleich 1 plus R hoch 10 sein. Diese Verdopplung muss also dieser Gesamtwachstumsfaktor sozusagen sein. Und dann muss ich also 2 hoch 1 Zehntel minus 1 nehmen, um das nach dem R aufzulösen. Wenn wir das hier machen und einsetzen, erhalten wir dabei einen Wert von 0,07177 und so weiter und so fort. Also einen Zinssatz von etwa 7,18%, gerundet auf 2 Nachkommastellen. Und mit dem würde ich es schaffen, dass sich ein Betrag innerhalb von 10 Jahren verdoppelt. Dabei ist es völlig egal, was dieser Betrag ist. Es geht eben nur um relatives Wachstum. Wenn ich dann einen niedrigen Betrag hinlege, verdoppelt sich halt dieser niedrige Betrag. Wenn ich einen hohen Betrag damit verzinse, verdoppelt sich dieser hohe Betrag.